Hallo, grüße euch. Heute Plan B. Viele von euch fragen mich, Pit, nach den heutigen Ereignissen oder nach den Ereignissen dieser Woche sollte man sicherlich darüber nachdenken. Ich sage ja. Also falls euch das Thema interessiert, bleibt einfach dran. So, vor allem in den letzten Tagen, eigentlich Wochen, wenn nicht Monaten, erreichen mich immer wieder Anfragen von euch und fragen, Pit, was hältst du von der ganzen Sache in Europa, was so in den letzten, ja, sage ich mal, Wochen, Monaten, eigentlich meiner Meinung nach schon seit Jahren passieren. Ja, klar, also die westliche Presse spricht wenig bzw. gar nicht über diese Sachen oder eher, ich sage mal, um einen Augen blind. So, wir sehen die Sachen etwas anders, deshalb möchte ich gerne einige Sätze auch zu diesem Thema sagen. So, wir sind hier schon seit, wie gesagt, 23 Jahren, haben uns ein eigenes Paradies geschaffen, wie man sieht. Natürlich, alle Anfang ist schwer, war alles nicht so einfach. Aber letztendlich haben wir schon vor Jahrzehnten sozusagen unsere Entscheidung getroffen. Schon damals, wie gesagt, haben wir unsere Entscheidung getroffen und dann halt nach Südamerika ausgewandert. Klar, viele von euch fragen, ja, was soll man jetzt machen? Tja, die Antwort ist natürlich nicht so einfach, weil jeder von euch muss natürlich eure persönliche Entscheidung selbst treffen. Ich kann euch einige Tipps geben, das kann ich ja auch machen. Aber was ihr daraus macht, ist natürlich eure persönliche Entscheidung. Also, wenn man sich natürlich nur auf die westlichen Medien verlässt, ist man meiner Meinung nach selbst verlassen. Also, ich bin der Meinung, man sollte die Sachen in eigene Hände nehmen und die Entscheidungen treffen. Ja, wir haben uns damals auch einige Fragen gestellt. Was tust du? Was machst du? Wie machen wir es am besten? Warum, weshalb, weswegen und so weiter. Wobei damals gab es natürlich noch nicht so große Probleme, sondern eher etwas kleinere. Und das waren ehrlich gesagt eher persönliche Probleme als, ich sag mal jetzt mal, Weltproblem. Ja, aber ich denke, ihr seht es ja auch, dass die Sachen nicht in die korrekte Richtung gehen, um es ganz leicht auszudrücken. Und vor allem, was für euch wichtig sein sollte, ist, was denn? Eure Kapital zu sichern. Ja, Money, Money, das ist es doch. Ich denke, was nutze ich? Das beste Konto. Wenn das Konto womöglich morgen übermorgen in eine Woche zugemacht wird. Ja? Oder wenn das System, wie oft schon gehört, einfach nicht funktioniert. Und wenn das System scheitert, was heißt das eigentlich? Ja, man bekommt nicht ein eigenes Geld ausbezahlt. Jetzt schon gibt es Riesenprobleme. Und ich sage euch ganz ehrlich, es wird in dieser Hinsicht sicherlich nicht besser. Also stellt sich eigentlich die Frage, was tun? Was tun? Ja, die Antwort ist für mich zumindest relativ einfach. Also es hängt nicht direkt mit der Auswanderung. Ja? Eine Auswanderung
ist ein Riesenwort, Riesenaufwand. Und das funktioniert natürlich auch nicht immer logischerweise. Aber wenn wir natürlich sprechen über das Kapital, da sieht die Sache schon ja ganz einfach aus. Also ich habe schon meine Jahre und glaub mir, ich habe immer, aber immer in die Grundstücke investiert. Also Baugrundstücke. Also erstmal, man kann diese schlecht klauen. Ja. Wenn man natürlich die richtigen Dokumente dafür hat, sprich wenn man über uns oder bei uns direkt kauft, hat man natürlich die Sicherheit, dass die Grundstücke nachher euch gehören. Also, die Grundstücke, Vorteile dabei sehe ich. Kein Riesenaufwand. Steuern, also wirklich gering. Ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber wirklich die Steuer im Jahr gerechnet sind sehr, sehr, sehr gering im Vergleich zu allen europäischen Staaten. Und vor allem, ihr habt eine super, super Anlage, also Kapitalanlage. Jeder von euch denkt, Mensch, Pitt, aber wenn du von Immobilien sprichst, ja, da braucht man direkt, was weiß ich, 100, 500, 400.000 Euro. Nein, demnach ist es nicht so. Also ihr könnt schon bei 15.000 Euro anfangen, euer Geld anlegen, sicher anlegen, das ist ja mal wichtig, und problemlos. Das heißt, falls die Bank irgendwo zu sein wird, ihr habt euer Kapital gut gelagert und gut investiert. Das Grundstück könnt ihr jederzeit wieder verkaufen, beziehungsweise immer auf längere Zeit das Geld bzw. das Kapital anlegen, und es passiert gar nichts. Also die Unterhaltungskosten, also sprich Steuer, Unterhaltskosten, sind wirklich gering, braucht man nicht darüber zu sprechen. Und es ist wirklich sichere Anlage. Viele sagen, okay, Immobilien, Haus vermieten etc. etc. Ja, spricht alles auch dafür. Nur, ein Haus muss sich auch jemand kümmern. Ja, sprich, es fallen Reparaturen an. Es muss ein Vermieter oder Mieter gefunden werden, wie auch immer. Also ihr habt da also auf jeden Fall einen höheren Verwaltungsaufwand. Bei leeren Grundstücken ist es nämlich so. Ja? Also ihr habt da vielleicht, 50, 100 Euro im Jahr Investition, damit das Grundstück sauber gehalten wird, sprich das Gras ordentlich gemäht. Vielleicht noch mal einzäunen, muss es nicht sein, aber es kann sein. Also, sag ich mal, die Investitionskosten, die sind sehr, sehr gering. So, wenn ihr euch zum Beispiel diese Baugrundstücke anschaut, also ihr habt hier einen Strom direkt vor einem Grundstück, Wasser, also Baugrundstücke sofort bebaubar. Sicherheit ist natürlich auch da. Die Grundstücke sind eingezäunt. Mit der Einfahrt. So, da kann man es auch schon mal erkennen. So, da drüben ist die Straße oder die Zuwegung, besser gesagt. Und hier die pure Natur, da haben wir Schilder aufgestellt. Wir haben die Schilder gekauft. Und unser guten Nachbar haben es halt montiert. Also nochmal vielen Dank auch an die Nachbar. Im Hintergrund sieht ihr ein Mangobaum. Also, lasst gerne bitte Kommentare, was hält ihr von Plan B? Welche Ideen habt ihr?
Habt ihr vielleicht auch an Aktien gedacht oder welche sind eure Ideen, um sich von eventuellen Schäden, die die Konflikte verursachen, zu schützen? Wie sieht euer Plan aus? Bei uns sieht es so aus, es hat funktioniert, es funktioniert wie immer und bis heute. Und wir sind 23 Jahre in Paraguay, also sind sehr, sehr, sehr zufrieden. Und damals haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Also schreibt gerne eure Kommentare unten. Wie sieht es bei euch aus? Wollt ihr auch eventuell euer Kapital investieren bzw. sichern? Und vergiss nicht, Likes zu geben, das Video zu teilen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, vielen Dank, bis dann.